Der Cold Steel Finhawk. Eine, ja, Interpretation von Cold Steel, und zwar von einem sehr bekannten Messer, nämlich dem Mora Companion. Und wenn du wissen willst, was dieser Hawk kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Cold Steel Finhawk. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Mora-Messer. Es ist ein Mora-Messer mit einem cooleren Griff. Und ich mache das Video trotzdem, weil wir haben dieses Teil im Shop und es kommt immer wieder die Frage rein, was ist da jetzt, warum sollte ich mir ein Cold Steel kaufen? Ist ein sehr günstiger Preis. Ich meine, schau da mal die Scheide an, auch das erinnert voll an ein Mora. Und das ist im Endeffekt auch so. Nur Cold Steel, ja, Lindsay Johnson, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die das einfach gemacht haben, weil wenn du das so vorne siehst, das schaut aus wie ein Mora, wenn ich Finhawk und Cold Steel draufstehen würde und ich dir den Griff nicht zeige, sage, was ist denn das für ein Messer, was ist das für ein Messer, wirst du wahrscheinlich sagen, es ist ein Mora. Aber die haben den Griff neu interpretiert. Und ich muss dir sagen, und ich sage das nicht, weil ich dieses Teil verkaufe, das gibt es bei meinem Shop, es gibt das Mora übrigens auch, also es ist egal, und ich verdiene bei dem einen oder anderen nicht mehr, das ist vollkommen egal. Der Griff ist wirklich cool. Erstens einmal, du hast hier ein Loch. Ja, und dieses Loch, das soll das Auge des Hawks sein, glaube ich erst mal. So interpretiere ich das. Ja. Und dadurch kann man endlich einen Fangriemen draufgeben. Das geht beim Mora nicht, weil das ist einfach nur gerade raus. Und das Zweite ist, das ist meine Meinung, das ist halt, das liegt immer in der Hand des Nutzers oder der Nutzerin. Ja. Schau her, das liegt einfach besser in der Hand als ein normales Mora. Für mich zumindest. Ich kenne auch andere Meinungen, es gibt auch Leute, die sagen, wurscht, ist in Ordnung. Aber dieser Schnabel hier hinten, der macht das Messer noch einmal griffiger. Ja? Und auch die Struktur, die Oberflächenstruktur, wenn du dir die anschaust, ich hoffe, die Kamera schaltet gleich scharf, ja, das macht sie super. Schau mal her. Das ist so genoppt. Liegt diese nicht gut in der Hand. Ich habe jetzt gerade vorher ein Feuer gemacht hier in unserer Unterkunft am Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at. Das ist ein billiges Eigenwerbevideo natürlich hier, ja, eh ganz klar. Auf jeden Fall habe ich damit Schnipsel gemacht. Die haben wir dann in Harz gedrängt, also wir, er da und ich, der Fuchsi und ich. Und ich habe das Ganze dann nachher angezündet und ich kann da nur eines sagen, dass diese Schneidleistung, die steht beim Mora überhaupt nichts nach. Also wenn es um das geht, das, wie gesagt, die Klinge ist meiner Meinung nach identisch. Ich weiß, jetzt werden die Stahlexperten und Messermacher und Profis natürlich sagen, das ist wahrscheinlich ein anderer Stahl und was steht jetzt drauf? Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe mir das noch nicht angeschaut. 4116 Stainless Taiwan, was auch immer das bedeuten mag. Ist mir auch vollkommen wurscht. Es ist einfach sauscharf. Es lässt sich auch gut nachschärfen. Ich verwende dazu den CC4. Habe ich den eigentlich mit, den CC4? Kennst du den CC4 von Phil Neven? Ja, ich habe den irgendwo jetzt. Gib da unten den Link in meinen Shop, da kannst du den anschauen und kaufen, wenn du magst. Was ich schon merke ist, ich habe jetzt hier ein sehr neues Exemplar. Ich habe auch eines, das ist leider verloren gegangen, das ich schon länger im Einsatz hatte. Dass meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt mit einem Mora rostenden Stahl mir hernehme, ja, gibt es ja auch diesen kohlenstoffhältigen, also mit vielen Kohlenstoffmolekülen angereicherten Stahl, ja, dass das hier natürlich viel schwieriger nachzuschärfen ist, also schwieriger. Es dauert einfach ein bisschen länger. Bei Mora ist es so, du fährst ein paar Mal drüber und fertig. Aber das liegt ganz sicher am Stahl, aber das ist einfach so. Der Klingenrücken ist leider nicht scharf, das bedeutet Feuerstahlbedienung ist leider nicht möglich, das geht bei diesem Messer nicht. Ist wäre einem wahrscheinlich wurscht, aber es geht bei Mora in Wahrheit auch nicht. Was tut man, weil die Frage mal auf Instagram gestellt wurde, Reini, was kann ich da tun? Ja, entweder abschleifen mit oder mit Dremel drüber fahren, so, kennst du vielleicht, ja, also das funktioniert. Insgesamt ein sehr, sehr nettes Messer, das ist ein bisschen ein Messertalk jetzt hier an der Stelle. Dir muss halt der Stil gefallen, wenn du das einmal ausprobieren magst, magst du mit dem Messer auf jeden Fall keinen Fehler und mir taugt es irrsinnig, also mir taugt das Messer wirklich irrsinnig und ich habe keine Nachteile gefunden. Die Scheide ist auch ein bisschen anders gemacht als beim klassischen Mora und ist genauso erklumpert wie beim
beim klassischen Mohrer, auch wenn da ein Loch zum Ablaufen ist und alles und wunderbar und so, aber es ist genau dasselbe Klump, ja, aber das sind auch Billigsdorfer Teile. Das heißt, wenn du sagst, ich mag kein Mohrer, sondern ich möchte die Ami-Version aus Taiwan, des Mohrer-Messers, dann bist du da richtig gut aufgehoben, meine Meinung dazu. Ein letzter Punkt noch, ich weiß, dass das jetzt nicht direkt zu diesem Messer hier dazu passt, aber ganz allgemein, weil auch immer wieder die Frage kommt, Reini, Messer, du testest so viele Messer, wie viele Messer hast du eigentlich? Ja? Weil die Frage auch immer wieder gestellt wird. Zumindest auf Instagram wird mir das immer wieder gestellt. Ich kann ehrlich sagen, also jetzt nicht die, die wir im Lager liegen haben, weil das zählt natürlich nicht, ja? Die können nicht mehr. Und die ich privat besitze, sind absolut unzählige. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Und wir haben natürlich für die Survival-Trainings, für die Bushcraft-Trainings, die wir hier jetzt zum Beispiel machen, Messer. Und ich habe Messer, die der Firma gehören sozusagen und die liegen auf einem riesigen Regal. Und wenn wir etwas testen oder wenn wir etwas brauchen oder wenn wir ein Foto brauchen, dann greife ich da hin und auch das sind unzählige. Also diese Frage kann ich leider Gottes nicht beantworten, weil es einfach mittlerweile so viele sind. Unglaublich. Nur, das sage ich jetzt, es geht nicht darum, die Anzahl der Messer, die man hat. Das ist überhaupt nicht wichtig, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass du das Messer hast, das für die Tätigkeiten, die du machen magst, genau das Richtige ist. Und da ich natürlich im Outdoor-Bereich unterwegs bin, habe ich auch Outdoor-Messer und relativ wenig Küchenmesser. Ja? Wobei eines habe ich, das hat mir mal der Hans geschenkt, da muss ich auch noch ein Video dazu machen. Oder? Habe ich Outdoor-Messer und der Markt ist riesig, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn du das noch nicht kennt hast von Cold Steel, den Finhawk, dann kennst du ihn jetzt. Daumen nach oben oder nach unten. Ich gebe unten den Link in meinen Shop. Das ist natürlich alles billige Eigenwerbung hier, ist ja ganz klar. Abo dalassen, da geht's in den Shop. Schreib mal einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Danke. Anderes Video, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.